kaum erwarten, bis True das sieht. Das wird so herrlich gruselig. Ich werde sie zu Tode erschrecken. Wartet, Bobby. Erwischt. Wenn du ein Glübis wärst, müsstest du mir was zu naschen geben. Du bist richtig hochgehüpft. Das bedeutet gar nichts. Ich bin eine Katze. Aber du musst zugeben, dass meine Maske echt nicht schlecht ist. Uga, buga, buga. Willst du gruselig sein oder nur albern? Sehr witzig, True. Wir werden ja noch sehen, wer dieses Jahr mehr gute Bonbons von den Glübissen bekommt. Komm schon, True. Lass uns ein paar Glübisse erschrecken. Das sind nur Griselda und Fruki. Wir haben nicht mal Glübistagmasken auf. Also wieso hast du solche Angst? Ich hab doch keine Angst. Ich hab nur nicht erwartet, dass ihr da steht. Direkt vor mir. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Fruki. Reizend. Hey, wieso standet ihr überhaupt vor unserer Tür? Habt ihr etwa Angst, ganz alleine zum Glübissumpf zu gehen? Was? Ich? Und Angst? Oh, niemals. Wir sind hier, weil ich dachte, du wärst vielleicht etwas nervös. Und ich hatte ja offensichtlich recht. Wir sollten besser losgehen, bevor es zu dunkel wird. Bartleby zuliebe natürlich. Ernsthaft? Und bevor alle guten Bonbons weg sind. Da ist was dran. Wir müssen nur noch auf Sie warten. Ich habe ihn auch eingeladen, mit uns zu kommen. Oh, gut. Ich habe noch niemanden erschreckt. Vielleicht schaffe ich es bei Sie. True, ich habe endlich jemanden erschreckt. Hast du sie hüpfen sehen? Ich bin gehüpft. Aber ich glaube, Bartleby ist höher gehüpft. Das bedeutet gar nichts. Ich bin eine Katze. Dann seid ihr ja jetzt aufgewärmt. Auf zum Glübissumpf! Ich zeig euch mal, wie das geht. Seht hin und lernt. Uga, buga, buga! Hey! Bekommt man eine Menge Bonbons. Vor langer, langer Zeit lebte ein süßer Kater namens... Bartleton? Bartleson? Bartleberry! Nennen wir ihn Bart. Bart liebte es, Fischpustis zu essen. Ich liebe es, Fischpustis zu essen. Na, ihr Küken, esst ihr auch so gerne Fischpustis wie ich? Der gutherzige Bart teilte seine Fischpustis mit den Küken. Hä? Muss ich teilen? Na gut, hier bitte. Ihr seid aber auch süß. Vergesst nicht zu teilen. Oh, seht sie euch an. Der Rest ist aber für mich. Was wollt ihr? Nein, nein. Denkt daran, wir müssen teilen. Ihr habt mir einen Fischpussy übrig gelassen? Naja, könnte man als teilen bezeichnen, theoretisch. Oh, wundervoll. Ich hoffe, er schmeckt genauso gut, wie er aussieht. Ich habe mir fast den Zahn am Pusti ausgebissen. Unser Kater konnte ja nicht ahnen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Fischpusti handelte. Es war ein magischer Pusti. Riecht fischig? Wirkt pustig und es ragt bis in den Himmel hinauf. Es ist eine riesige Fischpusti-Ranke. Ich wette, da oben gibt es tausende Fischpustis. Ist das hoch, wirklich hoch. Mal sehen, ob ich es bis ganz nach oben schaffe. Oh nein, nur das nicht, bitte. Bart kletterte so schnell er konnte, um als Erster an der Spitze der Ranke zu sein. Aha, ihr Küken schafft es also nicht an die Spitze, hä? Gut, ihr hattet euren Spaß. Jetzt hole ich mir meinen riesigen Fischpusti. Fu, fam, yam, 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 yam. Okay, was war das? Ein riesiges Schloss, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Fi, fi, fu, fam, yam, 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 yam. Mhm. Ah!
Ich habe es eilig. Fifa, fo, fam, yam, 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 yam. Fifa, fo, fam. Hallo, Herr Riese. Tut mir leid, dass aus meinem Pusti eine Ranke gewachsen und durch Ihre Wolke gebrochen ist. Ich nehme mir einfach diesen winzig kleinen Pusti und verschwinde. Bitte essen Sie mich nicht. Mmh. Yum, 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 yum. Das hätte mir ja klar sein müssen. Jeder liebt Fischpustis. Lebe wohl, riesiger Fischpusti. Ich werde dich vermissen. Komm, Küken. Zeit, nach Hause zu gehen. Also kletterte Bart wieder hinunter, ohne den riesigen Fischpusti. Fifa, fo, fam, yum, 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 yum. Nein, Herr Riese, ich schmecke nicht. Ich meine vielleicht, aber eher nicht. Ich bin bestimmt schlecht verdaulich. Teilen! Du hast all die Riesenfischpustis gepflückt und du willst sie teilen? Mit mir? Und so teilten sie die riesigen Fischpustis, die größten, knusprigsten, fischigsten Fischpustis, die Bart jemals probiert hatte. Fifa, fo, fam! Yam, 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 yam! Oh-oh! Yippidi-yappidi-babbidi-boo! Wir sind am Leben und jetzt bist's auch du! Hey! Ich kann mich bewegen! Wow! Ich bin lebendig! Und hungrig! Gibt's hier Snacks? Wow, du hast meine Puppe in einen echten Spielkameraden verwandelt. Mit echtem Fell, echten Schnurrhaaren und einem echten Bauch, der ganz schön Hunger hat. Und sieh mal, was ich alles machen kann. Bin ich nicht eine talentierte Katze? Natürlich bist du das, das habe ich gut gemacht. Okay, ich habe noch andere Feenprinzessinnen-Aufgaben. Mal 70. Und denk dran, sei ein braves Kätzchen. Mach's gut und danke für den fantastischen Schwanz. Ein echter Freund. Was sollen wir zuerst machen? Oh, ich weiß, nicht bewegen. Okay, nicht bewegen. Bin immer noch hungrig. Oh, was ist das denn, Knuspriges? Oh. Köstlich! Was ist das? Fischpusti-Cracker? Ich liebe Fischpusti-Cracker! Sie Petto sagte nicht bewegen. Was, wenn er sauer wird und die Feenprinzessin das mitbekommt? Vielleicht verwandelt sie mich dann wieder in eine Puppe. Guck mal, ich hab dir diese ganzen... Was ist denn hier passiert? Hast du dieses Chaos angerichtet? Chaos? Welches Chaos? Etwa dieses kleine Chaos? Nein, das war ich sicher nicht. Dein Schwanz, er ist gerade gewachsen. Was? Nein, ist er nicht. Da, schon wieder. Also selbst wenn, ist das nicht meine Schuld. Scheint so, als würde dein Schwanz wachsen, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Aber ich lüge nie. Ich bin die ehrlichste Katze, die es gibt. Und sollte ich jemals lügen, würde ich wohl damit aufhören. Denn ehrlich gesagt ist Lügen etwas ganz Schreckliches. Und ich würde niemals über das Lügen lügen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur mal kurz meine Pfoten waschen. Danke. Bartolocchio, ich hab dich gefunden. Zum Glück geht es dir gut. Ja. Gesund und munter. Wieso können Sie nie hören? Wer, ich? Nein, du meinst eine andere Katze. Lügst du etwa schon die ganze Zeit, seit du am Leben bist? Nein! Nein, 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 nicht die ganze Zeit. Nur immer dann, wenn ich rede. Mein Schwanz, er ist ja geschrumpft. Du musst einfach nur die Wahrheit sagen. Ich hatte Angst, du würdest mich in eine Puppe zurückverwandeln, weil ich ein böses Kätzchen war. Ich finde ein bisschen Chaos nicht so schlimm, solange du mein Freund bist. Wirklich? Dann war ich das alles. Ich habe die Snacks gegessen, den Saft getrunken. Ich habe alles umgestoßen, als ich getanzt habe. Und als ich gesagt habe, ich würde nicht lügen, war das eine Lüge. Cooler Limbo. Oh.
Entschuldigt, ich wollte eure Teeparty nicht stören. Entschuldigt die Unannehmlichkeit. No. Na, alles klar. Wir fahren weiter. Ich liebe es, am Leben zu sein. Ja. Das war ich auch. Puh, wir sind im Eispalast. Wow, er ist wunderschön. Der ewige Frost sieht hier sogar ganz anders aus. Ich friere fest. Keine Angst, Bartleby. Der ewige Frost gehört ins Eiskönigreich und ist hier nicht gefährlich. Puh. Ah, ich dachte, er wäre nicht gefährlich. Oh, sollte der ewige Frost nicht ewig halten? Ich bin mir nicht sicher, aber meine Schwester wird darauf sicher eine Antwort haben, wenn wir nur wüssten, wo meine Schwester ist. Eischen! Eischen? Wo bist du? Ah, oh, da ist noch einer. Friert, friert, friert doch ein. Es muss noch viel, viel kälter sein. Und sitzt und satt mir rauf der Kopf. Mach, das ist nicht mehr tropf. Pop, pop. Komm schon, Eischen, lass den Quatsch. Ich brauche deinen kühlen Touch. Alles taut hier, komm schnell heim. Lass doch deine Spielereien. Denn ohne dich gefriert's hier nicht. Ich flehe dich an, ich bitte dich. Das Königreich dem Ende nah. Ich wünschte, du wärest da. König, hoch erfröstelt, dich zu sehen. Ich freue mich wie ein Schneekönig, dich zu sehen. Du kannst dich an True und Bartleby erinnern? Willkommen in meinem Eispalast. Es ist wirklich schade, dass ihr ihn in solch einem schlechten Zustand kennenlernt. Eischen! Ihr könnt aufhören, nach Eischen zu rufen, Eure Majestät. Eischen ist im Regenbogenreich. Aber wieso? Eischen kam durch den magischen Spiegel und hat ihn dabei zerbrochen. Und jetzt ist beinahe das ganze Regenbogenreich mit ewigem Frost bedeckt. Dann sind unser beider Königreiche in großen Schwierigkeiten. Was meinst du? Ohne Eischen wird mein gefrorenes Paradies wegschmelzen. Aber ich dachte, ewiger Frost hält für immer. Wenn Eischen in der Nähe ist, schon. Er hat eine magische Verbindung zum ewigen Frost. Wasser tropft auf mich drauf. Umso wichtiger, dass wir Eischen so schnell wie möglich nach Hause bringen. Ihr müsst mitkommen, um ihn zu holen. Eiskönigin, er hört nur auf euch. Glaub mir, ich würde den kleinen Racker nur zu gerne nach Hause holen. Aber ohne Eischen muss ich in meinem Königreich bleiben, um es sicher und gefroren zu halten. Ihr müsst mitkommen oder ihr sagt uns, wie wir ihn nach Hause bringen. Ihr könntet den Wunsch benutzen, den mein Bruder mir zum Winterwünschen geschenkt hat. Ja, ein blauer Wunsch voller Möglichkeiten. Ein Wunsch, der sich noch aussuchen kann, was er sein möchte. Den nehmen wir. Ich meine, können wir ihn bitte ausleihen? Bitte, bitte? Aber natürlich. Allerdings ist er mit meinen anderen Schätzen in der Eisgalerie. Das sieht ganz schön weit weg aus. Das schaffen wir. Wir holen den Wunsch und bringen dann Eischen ganz schnell hierher zurück. Danke, True. Bitte bring mir mein Eischen so schnell wie möglich zurück. Ich vermisse ihn so. Ich kümmere mich darum. Los, los! Der Dieb läuft aber komisch, als wüsste er nicht, wohin er gehen soll. Ja, richtig. Als würde er noch mehr Eier zum Klauen suchen. Das passt doch. Eierklauer klauen Eier. Das ist kein normaler Klauer. Das ist definitiv ein extra starkes, super raffiniertes, riesiges, haariges, fangzahniges, eierklauendes Monster, das direkt vor uns in Richtung Regenbogenstadt rennt. Uh-oh. Sieh dir an, wie sie alle total unschuldig mit ihren allerlei Eiern in der Öffentlichkeit rumrennen. Wo der Eierklauer sie sehen kann. Alle müssen ihre allerlei Eier verstecken, bis wir das extra starke, super raffinierte, riesige, haarige, fangzahnige, eierklauende Monster gefangen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon ein ausgewachsener Notfall ist, Bartleby. True? Was denkst du? Die Fußspuren sind wirklich groß.
Und Bees Ei ist wirklich verschwunden. Ich glaube, Bartleby könnte recht haben mit dem Eierklauenmonster. Ich hasse es allen, den allerlei Eitag zu verderben. Aber wenn Bartleby recht hat, müssen wir alle Bewohner und ihre Eier in Sicherheit bringen. In Ordnung. Es ist beschlossen. Bewohner des Regenbogenreiches, bitte hört alle her. Wir haben Beweise für ein unbekanntes allerlei Eiklauendes Monster im Königreich. Bitte versteckt eure allerlei Eier an einem sicheren Ort und versammelt euch bis auf Weiteres auf dem Platz. Ein allerlei Ei schälendes Monster? Ihr habt den König gehört. Versteckt die Eier! Aber wohin denn damit? Wenn dieses Monster wirklich so schrecklich ist, wie Bartleby annimmt, müssen wir den Allerlei-Eitag vielleicht absagen. Den Allerlei-Eitag absagen? Bitte, Regenbogenkönig, ihr dürft ihn nicht absagen. Wir finden heraus, was mit Bartlebys Ei passiert ist, und dann feiern wir den Allerlei-Eitag. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Viel Glück, True. Viel Glück, Bartleby. Okay, Bartleby, wir haben Spuren zu verfolgen. Monsterspuren. Vergiss nicht, es sind Eierklauende. Monsterspuren. Vielleicht sind es Monsterspuren, aber die Vielleicht-Monsterspuren hören hier auf. Also gibt es nur einen Weg, den Allerlei-Alltag noch zu retten. Mit Wunschhilfe. Oh, Cumelo! Auf zum Wunschbaum, bitte. Hey, und los geht's. Mit Bartlebys gekonntem Aufschlag kann der Freundschaftstag Lahmball-Wettbewerb beginnen. Oh, True kontert mit einem drehenden Spiralschlag. Starke Steigung. Ich hab ihn. Da kommt er. Ich hab ihn. Ich nenne das den Slow-Mo-Lahmball-Flip-Flop-Schwanzschlag. Hey, ja! Tolle Moves, Bartleby. Hey, wo ist er hin? Okay, kein Problem. Ich hol den Ball und werde natürlich komplett trocken bleiben, während ich das tue. Komm schon, Ball. Komm zu Bartleby. Entschuldige, dass ich so grob bin, Bee, aber ich dachte, es wäre ein Notfall. War es. Ich bin fast nass geworden. Aber das würdest du niemals zulassen, oder, True? Naja, nicht am Freundschaftstag. Griselda? Tada! Wir sind hier, um den Freundschaftstag zu erhellen. Du hast ihn schon erhellt. Kannst du das Ding runterdimmen?